Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist ein richtig schönes Wetter, deswegen habe ich so richtig Motivation, heute wieder ein Video zu starten. Genau, wir haben noch ganz früh, 7:30. Ich bringe jetzt gleich den Marlon zum Bus, dann bringen wir den Maddie in den Kindergarten. Wir, weil niemand zu Hause ist. Dann haben wir noch ein paar Termine heute Vormittag, da nehme ich die Kamera nicht mit. Müssen aber noch einkaufen gehen, heute Nachmittag treffen wir Mama. Also genau, steht noch einiges auf dem Plan. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Video. Guten Morgen, Maddox. Was hast denn du da? Der Maddie hat gestern von einer ganz lieben Freundin Werkzeug geschenkt bekommen. Oh. Unter anderem ein Cuttermesser, ne? Natürlich kein echtes, sondern zum Spielen. Was hast du da noch? Ein Schlüssel. Wow. Und ein Walkie-Talkie, ne? Vom Doc Bob, der Baumeister. Du benutzt als Säge. Wo geht's denn jetzt hin, Maddie? Zum Kindergarten. Zum Kindergarten. Juhu. Guten Morgen, Marlon. Geht's in die Schule? Ja. Okay. Dann mach dich fertig, dann bringe ich dich gleich los. Und du in den Kindergarten? Ja. Und Noxi, wo ist der? Zur Schule. Der ist schon in Schule, ne? Genau. Tschüss. Wo geht der Maddie hin? Zum Kindergarten. Zum Kindergarten. Tschüss, mein Schatz. Viel Spaß. Sag mal, winke, winke. Winke. Tschüss. Papa muss den Maddie zum Kindergarten immer bringen. Schon Tradition geworden. Mama holt ihn ab und Maddie, und Papa bringt ihn. So, Nima und ich haben uns jetzt ganz spontan dazu entschieden, frühstücken zu gehen. Denn wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt 7:45. Und von daher gehen wir jetzt mal aufs Frühstücken. So, wir sind jetzt da. Ich habe mir ein Latte Macchiato bestellt. Und ein Körnerbrötchen mit Camembert. Und Nimon hat ein... Ich habe einen Pizza, habe ich. Ich esse jetzt... Ne, ist Pizza. Ne, ist Fladenbrot. Ja, ist Fladenbrot. Und ein Orangensaft. Ein O-Saft. Lass uns jetzt schmecken. So, der Termin ist jetzt fertig. Und jetzt gehen Nimo und ich eben einkaufen. Wir haben nämlich jetzt noch recht früh und in der Hoffnung, dass noch nicht so voll ist, nehmen wir euch dann ein bisschen mit. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. So, Einkauf haben wir erledigt. Jetzt räumen wir alles ein, ne? Und dann geht's ab nach Hause? Nein, wir gehen jetzt nochmal Bungee-Jumping machen. Oh ja, okay. Ja, hast du gar nicht den Leuten erzählt, ne? Doch, wir müssen Reifendruck, soll ich dich erinnern. Ah ja, Luft. So, wir waren jetzt ganz kurz zu Hause. Ich habe noch schnell Wäsche draußen aufgehangen, neue Wäsche angestellt, das ganze Essen und Trinken ausgepackt. Jetzt fahren wir nochmal los, ganz kurz was besorgen. Unter anderem Sprit, dass wir Rasen mähen können. Und dann holen wir schon den kleinen Maddie ab. Genau. Dann möchte ich ihn auf jeden Fall nachher nochmal hinlegen zum Mittagsschlaf und dann treffen wir uns mit meiner Mama. So, ich melde mich nochmal ganz kurz bei euch. Niemand ist noch ganz kurz am Telefonieren. Ich habe gerade schon eine Wäsche nach draußen gehangen. Das gute Wetter muss man ja ausnutzen. Die letzten paar Tage waren nämlich echt nicht so schön hier bei uns. Deswegen kaufen wir jetzt noch Benzin, bevor wir den Maddie holen, dass wir die Tage morgen übermorgen noch Rasen mähen können. Und dann, genau, es ist schon wieder soweit, dass wir Maddie abholen. Also vormittags geht irgendwie die Zeit so schnell rum, man schafft gefühlt nicht viel. Aber so ist es normal. Also jetzt holen wir gleich Maddie erstmal ab. So, da haben wir den Maddie abgeholt. Hallo Maddie. Vom Kindergarten. Alles gut? Ja? Gut. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Dann mache ich dem Maddie erstmal was zu essen. Und dann kann Maddie schlafen. Und dann mal gucken, was ich für uns zu essen mache. Ich habe noch nicht so eine wirkliche Idee. Vielleicht einfach nur Salat. Ich habe irgendwie gar nicht groß Hunger. Hast du groß Hunger, Nimon? Ich? Nee.
Irgendwie ein bisschen Salat oder Brötchen. Mal gucken. Ich habe jetzt einfach ein paar Brötchen aufgebacken. Meine berühmte Avocado-Guacamole-Creme. Einen gemischten Salat und noch so ein paar Aufstriche. Genau, das essen wir jetzt erstmal. So, der Maddie ist jetzt wach geworden. Und ich packe jetzt eben die Tasche. Und dann treffen wir uns mit meiner Mama. Beziehungsweise ich hole meine Mama ab. Moment, hier ist ein bisschen dunkel. Ich hole jetzt erstmal meine Mama ab und dann verbringen wir einen schönen Nachmittag zusammen. Ein Schlüssel und ein Telefon, oder? Da ist die Oma Gini. Hallo! Ja, Maddie musste erstmal sein neues Spielzeug hier zeigen. Wow, also sehr gefährlich hier mit so einem Cuttermesser. Ja, ja. Oh, das ist richtige Arbeit. In dem neuen Auto werden schon die Ledersitze zerschnitten. Oh je. Naja. So, wir sind am Spielplatz angekommen und die Jungs spielen schon hier. Maddie ist gerade rutschen gewesen. Marlon, was möchtest du machen? Rutschen? Weiß nicht. Oder aufs Trampolin? Oli? Und es gar nicht gibt. Nein, nein, nein. Komm hoch. Ich da. Ja, komm hoch. Da, da. So runter? Wo seid ihr? Benni, komm. Hallo. Ganz oben auf der Burg. Guck mal, Maddie, halt dich mal hier oben fest. Kommst du jetzt alleine runter? Oh, Maddie! Alleine? Guck mal jetzt. Nochmal, jetzt guck ich. Kannst du hier auch drüber laufen, Maddie? Kannst du hier drüber? Oh! Hallo? Oh, hallo, hallo, hallo. Ey, Maddie! Komm mal her! Kommst du mal her! Kommst du mal her? Oh je, oh je. Anschubsen? Ja, das schneller. Soll ich mit dir fahren? Ja. Kannst du das? Boah, mir wird das schlecht. Was, Marlon? Aber nicht so doll, Marlon, ne? Wo sind denn hier die Brechtüten? Die Brechtüten? Auch mal eine Brechtüte. Oh je. Bist du runter? Ich hab gefunden hier. Aber. Hier, die Oma hat den richtigen Platz gefunden. Brauche ich noch ein Kopfkissen? Zum Sonnentanken. Wenn du mir vielleicht hier. Ja, das sieht ein bisschen. Sorgst. Genau. So ist gut. Und dann brauche ich einen, der mich hier anschubst. Permanent. Oma? Ja. Also, der Spielplatz ist echt richtig toll hier. Hier waren wir schon ein paar Mal. Der ist auch schön im Schatten. Im Sommer, wenn es richtig warm ist, kann man da hinten gut spielen. Ja, und wie gesagt, der Maddie, der klettert da hinten irgendwo rum. Rutschen. So, die Kiddies machen eine kleine Pause. Könnt ihr da sitzen und essen? Oh. Setzt euch doch hier auf den Boden. Schön warm. Kids essen ein paar Chips. Schön warm hier, ne? Ja. Und wir essen was Gesundes. Ich habe mich auch ein bisschen Obst mitgenommen. Die Kinder essen nachher auch Obst. Und hier liegt schon wieder Müll. Weil dann wird dann der Hals immer so trocken und dann ja. So, wir gehen jetzt einmal in die Stadt und gucken mal, ob wir ein Eis finden. Maddie hat jetzt ganz toll gespielt. Ist müde, sitzt in seinem Kinderwagen. Ja, mal gucken, ob wir ein Eis finden. Eine Eisdiele, ne? Ich wollte gerade sagen, ein Eis für alle Mann. Ja, wir lutschen da alle zusammen dran. Ich will Schokolade-Eis. Du willst Schokolade? Schokolade gibt es, glaube ich, gar nicht. Kokonuss? Vielleicht Schokolade, aber Schokolade ist auch da. Ist auch da. Okay. Ihr habt beide ein blaues Kaugummi-Eis. Ja.
Maddy, was hast du denn? Beste. Schokolade. So. Ja. Schön. Oh, ich habe einen Erdbeershake. Was hast du genommen, Mama? Ich habe Bueno und Joghurt, Orange, Maracuja. Oh, Bueno ist schon auch gut. Cool. Und du hast Schokolade. Vielen Dank und guten Appetit. So, wir haben uns jetzt mal hier in den Park gesetzt. Auf eine Bank. Das ist richtig schön hier. Ich habe schon gesagt, Maddy, heute geht es nicht ins Wasser. So warm ist es noch nicht. Wäre was für die Amelina. Ja. Und wir genießen unseren Milchshake. Guck mal, Maddy, da hinten sind auch die Schäfchen. Da hinten warst du schon mal drauf klettern. Weißt du noch? Weißt du noch, wo du da drauf warst? Nein. Weißt du nicht mehr? Nein. Ich bin da drauf. Doch, da haben wir auch mal ein Video gemacht. Kannst leer essen, dann kannst du mal da gucken. Da haben wir Nasarme. Mhm. Schmeckt Maddy? Mhm. Ja. Euch auch? Schmeckt euch auch? Ja. Auch schon leer? Ja. War richtig lecker. Warum mag ich Blaues Eis? Ja. Macht er mir die Musik? So, jetzt guck mal, lachen. Ja, wir bringen jetzt erstmal die Oma nach Hause, sind jetzt am Auto, laden ein und fahren erstmal zur Oma. Die kleine schwarze Amelini. Da ist sie. Aufregung. Jetzt kommt die Mama nach Hause. Genau. Mal gucken, wann ihr euch wieder seht. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal. So, wir sind wieder im Garten angekommen. Ich sehe euch gar nicht, aber die Kamera läuft, glaube ich, oder? Gott, ja. Ich habe mich jetzt noch mal kurz in die Sonne gesetzt. Die Kiddies spielen jetzt hier noch ein bisschen im Garten. Und dann gehen wir gleich rein. Ja, ich hoffe, der Tag hat euch gefallen mit uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis dahin. Tschüss.